Ja, wir sind gerade am Flughafen Wien. Wir fliegen gleich nach Lissabon, nach Portugal. Wir spielen gegen Sporting Lissabon im Al-Abdal Cup, unser letztes Gruppenspiel. Also es ist immer was sehr Schönes, gegen solche Top-Clubs zu spielen, sich mit solchen Spielern zu vergleichen, zum Beispiel die Besten aus Europa. Weil Sporting Lissabon gehört ja zu einer der besten Akademien der Welt und es ist immer was Schönes, vor allem als so junger Spieler. Al-Abdal Cup ist ein internationaler Wettbewerb. Im heurigen Jahr ist Real Madrid mit dabei, Benfica Lissabon, AS Roma, Juventus Turin und last but not least Austria Wien. Und da sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir diese Möglichkeit haben. Ich glaube, es ist eine schöne Sache, auch für die Jungs. Ziemlich coole Geschichte, weil wir haben heute die Möglichkeit, gegen Top-Mannschaften zu spielen. Und da ist es auch einmal wichtig zu sehen, wo sind wir im Vergleich zu denen dann auch angesiedelt. Also für mich, für so ein Turnier ist es auf jeden Fall eine große internationale Herausforderung. Man kann sich mit anderen Gegnern messen, europaweit, und man kann natürlich sehen, wo man ist, auf welchem Stand man ist und wie viel man noch zum Profi hat. Und genau, ist natürlich was sehr Geiles. Ja, es ist das erste Mal, dass ich bei so einem großen internationalen Turnier dabei bin und ich freue mich richtig auf die Partie. Ich finde, es hat ein bisschen ein Champions League-Feeling. Eben so große Vereine und große Namen dabei. Auch viele, die schon zum Beispiel Profi-Einsätze gehabt haben bei den anderen Vereinen. Also es ist ein richtig, richtig leibendes Gefühl. Ja, das Ziel ist ganz einfach, dieses Feeling zu erleben, zu einem Spiel zu fliegen, dort das Abschlusstraining zu bestreiten, zu nächtigen, zu spielen und dann wieder nach Hause zu fliegen. Und gegen richtig gute Gegner sich einfach ohne Druck zu messen. Das Turnier ist für junge Spieler wichtig, weil sie auch in diese Doppelbelastung reinkommen. Das suggeriert recht schön, wie es dann ist vielleicht als Profi, wenn man sich für den Europacup qualifiziert hat und dann die Doppelbelastung eben hat, dass man spielt am Wochenende und dann am Mittwoch oder Donnerstag, je nach Bewerb. Das heißt, wir kommen jetzt ins Hotel. Jeder nimmt sich dann gleich sein Trainingswäsche. Circa 16 Uhr ist Abfahrt zum Training. 15.45 Uhr noch kurzes Video hinsichtlich Spielvorbereitung. Okay? Für mich waren in diesem heurigen Jahr wenig Momente, wo ihr nicht das geliefert habt, was wir von euch erwarten. Es gibt die Momente, aber es gibt wenig. Und das ist richtig gut. Und ihr seid richtig gut. Ihr seid richtig gut. Wir sind so in diesen Al-Abdal Cup hingefahren gegen Nottingham, nicht gewusst, was uns erwartet, dass wir jetzt drei Spiele später da stehen und über den Aufstieg reden ins Viertelfinale. Schon was Geiles. Das ist direkt da. Alles klar? Bei dieser Mannschaft habe ich eigentlich gar nicht das Gefühl, dass sie nervös sind, weil sehr viele auch auf diese Spiele brennen. Denen taugt das richtig. Und da müssen wir als Trainer relativ wenig machen, um denen einfach die Nervosität wegzunehmen. Wir sind einfach nur da, um sie zu pushen. Also ich finde persönlich, für so ein Spiel braucht man nicht wirklich Motivation, weil es schon an sich eine Ehre ist, gegen solche Teams zu spielen. Da ist halt eine einmalige Chance für uns als Team ist, als wie auch für sich selber ist. Als bestes Abschlusstraining ist sicher normales Aufwärmen und gehört aber auch dazu, dass sehr viel Spaß dabei ist. Eine Übung mit Torabschluss und im Endeffekt dann auch schon noch Standards. Aber der Spaß darf da auf jeden Fall nicht fehlen. Das Ziel ist, was die Spielleistung betrifft, bestmöglich zu bestreiten. Von dem her messe ich die Spieler jetzt nicht nur an dem Ergebnis morgen gegen Sporting Lissabon, die ein richtig guter Gegner sind. Du musst ja trotzdem dann eine Leistung über einen längeren Zeitraum bewerten und daher wird es immer wieder auch einen Rückblick geben auf besondere Leistungen aus der jüngeren Vergangenheit. Also ein funktionierendes Team funktioniert auch abseits des Platzes. Man hat einfach gesehen, die Jungs verstehen sich untereinander. Das ist eine homogene Einheit auch mit dem Betreuerteam. Ich denke, ein gutes Team macht aus Hilfsbereitschaft, Kommunikation, alle füreinander kämpfen, Leidenschaft, dass sie einfach ehrgeizig sind.
Okay, Boys! Jungs, ich habe es ja schon gesagt, es ist einfach geil, jede Erfahrung da mitzunehmen. Und, da rede ich wirklich für jeden jetzt in der Akademie, macht es extrem viel Spaß, mit euch zu arbeiten. Extrem viel. Und was schweißt mehr zusammen, als da raus jetzt zu gehen, eine gute Leistung zu bringen, alles rauszuhauen und dann mit einem guten Gefühl heimzufliegen? Ja? Da geht es in erster Linie um die Spielleistung, dass die einmal passt. Und in weiterer Folge, wenn die Spielleistung stimmt, wird in sehr vielen Fällen das Ergebnis stimmen. Ich schrecke euch nicht, wenn ich jetzt sage, die seien gut. Aber ihr seid auch gut, ihr seid richtig gut. Okay? Und deshalb gehen wir da mit einer unglaublichen Brust raus. Ihr habt euch 7 Punkte geholt bis jetzt in 3 Spielen. Gehen wir, du musst noch mehr her. Okay? Sieger! Wir werden uns sicher nach dem Sieg wirklich gut fühlen, da wir uns wahrscheinlich für das Viertelfinale qualifizieren werden. Das wäre natürlich genial für uns als Mannschaft, weil wir uns dann auch für die ganze harte Arbeit belohnen, sozusagen. Wenn wir verlieren, ist es keine große Schande, gegen so einen großen Club wie Sporting zu verlieren. Ich finde, wir dürfen auf keinen Fall enttäuscht sein, weil wir richtig gute Leistungen gebracht haben, im ganzen Turnier schon. Vielleicht hätten wir dann noch eine Chance, weiterzukommen. Für mich Sporting Lissabon einer der Top 2, gegen die ich jemals gespielt habe mit einer Mannschaft. Alles klar?